Magst du starten? Blau. Sinnvoll. Wunderschön. Augenhöhe. Ein Learning aus der Arbeit. Boah. Ich glaube, für mich ein Learning war, dass in den 5 Jahren, in denen ich jetzt dabei bin, sich das Unternehmen so stark verändert hat. Und da muss man einfach selbst auch mitgehen. Mich hat diese lässige Arbeitsatmosphäre einfach überrascht, dass es so eine riesige Firma ist und trotzdem doch alles so irgendwie lässig vorangeht. Dass wir alle Spaß in und an der Arbeit haben, aber trotzdem hochprofessionell sind dabei und das macht irgendwie super Spaß. Und Kommunikation ist wirklich die wichtigste Sache. Also die beste Resultate kommen immer, wenn du mit anderen Leuten arbeitest und wirklich kommunizieren. Ich bin Reinhard, ich leite bei Willhaben das Produktmanagement. Das umfasst die Bereiche Data, Produktmanagement und UX. Das Produktmanagement ist eigentlich, ich würde sagen, fast im Herzen von Willhaben. Ja, wir arbeiten mit allen Abteilungen zusammen. Wir sind ja so die Schnittstelle zwischen User, Kunden und der Produktentwicklung. Das heißt, wir sammeln die ganzen Anforderungen vom Usern, vom Kunden, aber auch von allen Abteilungen und schauen dann quasi, was müssen wir am Produkt Willhaben weiterentwickeln, damit es noch besser wird, noch einfacher zu bedienen. Da gehört dazu, dass wir eben uns sehr genau anschauen, wie wird die Plattform benutzt, wie wachsen Anzeigen, wie wachsen Userzahlen, dann letztendlich Features daraus zu entwickeln, die die Plattform besser machen und das Ganze dann in der Usability und Design gießen, um es dann mit der Produktentwicklung umzusetzen. Ich bin die Bernadette, ich bin im Produktmanagement als Product Program Manager. Ich bin die Evelyn. Ich heiße Verena, bin Teamlead für UX und UI bei Willhaben. Hallo, servus, mein Name ist Markus Paulhardt. Ich bin der neue Teamlead vom Data and Insights Team. Mein Name ist Melina und ich bin für Automotor und für Data Produkte verantwortlich. Hallo, ich bin Johannes, bin der UX Researcher von Willhaben. Hi, ich bin Marina, ich bin auch im UX Team bei Willhaben. Ich finde, es macht den Tag aber voll interessant oder generell die Arbeit, weil man so einen super Überblick über ganz Willhaben hat. Also über das Immobilienteam, das Autoteam, Digital Advertising. Man hat überall ein bisschen Einblick und arbeitet mit den Kollegen und das ist einfach hochinteressant. Aber nachdem irgendwie jede Produktweiterentwicklung über unseren Tisch kommt, ja, sind wir mit jeder Abteilung ständig in Kontakt eigentlich. Ja. Und das läuft ganz normal mit Meetings, aber auch einfach so zwischen Tür- und Angelgespräche. Ja, willkommen im Produktmanagementbüro. Wir haben hier vorne die Produktmanager. Da gibt es beispielsweise einen flexiblen Arbeitsplatz, damit man den ganzen Tag sitzen muss. Und da ist das UX-Team. Also wie komme ich in das Büro? So mit der U-Bahn? Also ich komme mit dem Fahrrad. Das Ganze, ja. Verena fährt immer mit dem Fahrrad. Ich bin ja Schönwetterfahrer. Ich fahre nur bei Schönwetter mit dem Fahrrad. Und ich fahre mit dem Auto. Vom weit entfernten 7. Bezirk, ja. Normalerweise fragt immer irgendwer Zeit für einen Kaffee. Und dann schwärmt quasi die ganze Abteilung mal zur Kaffeemaschine und gibt sich kurz die Updates des Tages und dann geht's richtig los. Also wenn ich ein Team beschreiben müsste, dann würde man zuerst super motiviert anfallen, weil wir einfach an einem wahnsinnig tollen Produkt arbeiten. Wir ziehen alle an einem Strang und bemühen uns einfach das Beste für die User rauszuholen. Ja, ich würde das eigentlich auch so sagen, es sind alle extrem fleißig bei der Arbeit und extrem motiviert für die User. Und da geht schon ganz schön was weiter bei uns, finde ich. Mein erster Arbeitstag, ich weiß sogar noch, wer mich damals begrüßt hat, das war der Head of Marketplace, die Conny, war die erste Mitarbeiterin, die ich kennengelernt habe. Und dann war Computer einrichten und ich glaube, ich habe die ersten 2, 3 Gespräche mit den Verticals gehabt, was sie so von mir erwarten werden. Heute ist mein erster Tag. Es war ein sehr warmes, herzliches Ankommen. Sehr viele nette Leute bis jetzt getroffen. Und es war auch sehr positiv. Ich herkomme, war schon der Arbeitsplatz gut hergerichtet, der Laptop war da. Und habe auch super Unterstützung vom Team bekommen, ja, die mich quasi so mit den ersten Schritten sozusagen vertraut gemacht haben. Und das war ein sehr gemütliches, angenehmes Ankommen. Ja. Ich glaube, das Produktmanagement-Team macht aus, dass wir ein Haufen komplett unterschiedlicher Leute sind, die alle mal eine sehr starke Meinung haben können. Aber am Ende des Tages haben wir sehr viel Wertschätzung füreinander und
arbeiten irgendwie in dieselbe Richtung und das macht es einfach wirklich spannend. Warum ich sehr gern bei Willhaben arbeite und was mich da jeden Tag motiviert, ist letztendlich, dass es nie langweilig wird. Also es ist jeder Tag irgendwie anders und spannend. Das kann ich eigentlich nur verstärken, ist wirklich die Liebe zum Produkt. Wir benutzen alle die App ständig. Es hat jeder auch zu einzelnen Features natürlich eine starke Meinung, weil jeder weiß, wie er es benutzt. Da muss man auch immer schauen, dass man die User-Perspektive noch mit reinbringt. Ja, und einfach, dass wir im Team schon wie eine kleine Familie zusammenhalten. Das klingt ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich so. Und wenn einer mal ein bisschen einen schlechteren Tag hat, dann liegt plötzlich Schokolade am Tisch oder so. Warum Willhaben speziell? Weil ich halt gemerkt habe, dass es ein sehr frisches, sehr offenes Unternehmen und ich persönlich sehr die offene Feedback-Kultur schätze. Und ich gesehen habe, dass das hier ganz stark gelebt wird. Jemand, der bei uns im Team arbeitet, sollte möglichst offen sein, sollte natürlich wirklich Interesse am Produkt haben. Ich glaube, schaden tut es nicht, wenn man sehr kommunikativ ist, weil man bei uns doch untereinander, aber auch mit allen anderen Abteilungen extrem viel abstimmen muss. Und da hilft es auf jeden Fall, wenn man gerne kommuniziert. Was mich am Produkt selbst motiviert, damit auch an meiner Arbeit, ist, dass man echt das Leben von sehr, sehr vielen Österreichern, von Millionen Österreichern jeden Tag erleichtern und ihnen eigentlich einen Nutzen stiften, indem sie gebrauchte Dinge kaufen und verkaufen können. Also wir arbeiten sehr stark miteinander. Wir lieben das Produkt. Also uns ist Willhaben wirklich wichtig. Wir wollen die beste App, wir wollen die beste Webplattform und wir wollen vor allem unsere Kunden glücklich machen und unsere User. Ich würde Willhaben als Arbeitgeber empfehlen, weil es eine wirklich offene Teamkultur ist, weil man sich als sehr selbstständig verwirklichen kann mit dem, was man machen möchte. Alle Ideen sind willkommen, es wird alles ausdiskutiert und das ist einfach tolles Arbeiten für mich. Ich muss noch den Sport hinzufügen. Willhaben fördert Sport total. Am Montag gibt es Squash oder Beachvolleyball. Es gibt dann auch noch den Fitness-Hunderter. Wenn man im Fitnesscenter angemeldet ist, kriegt man noch einfach so 100 Euro nebenbei überwiesen. Und man kann bei diversen Läufen mitmachen, Marathon, X-Cross-Run. Es ist immer wieder lustig, mit den Kollegen da unterwegs zu sein. Und natürlich die super Feiern dürfen wir nicht vergessen. Ja. Also ob das jetzt unser Teamtraining ist, ob es die Weihnachtsfeier ist. Aber abseits vom Feiern, was uns wirklich ausmacht und warum ich es empfehlen würde, ist, wenn man da authentisch sein kann. Man muss sich nicht verstellen, es gibt keine Politik im klassischen Sinne. Und das macht eigentlich den Arbeitsalltag wirklich angenehm.